Es gibt drei Möglichkeiten der Direktinvestition. Einmal die Niederlassungsgründung im Ausland. Na, Sie machen einfach im Ausland ein Unternehmen auf, beziehungsweise Sie kaufen dort. Na, da ist ein Laden schon da, Sie kaufen den und gründen damit eine Niederlassung im Ausland, dann sind Sie sofort schon da präsent. Walmart hat das so gemacht. Walmart. Ja, Sie kennen alle Walmart? Ja, die haben einfach, die wollten nach Deutschland und haben einfach dort gekauft. Ja, die haben einfach gekauft, haben statt, was weiß ich, Interspar oder so, Interspar das Schild abgemacht, Walmart das Schild dran gemacht, ja, muss man ganz platt so sagen. Ja, das ist das. Das ist der unmittelbarste direkte Weg. Ich kaufe mir einen Laden da oder ich gründe einen Laden da und dann bin ich da. Ist natürlich sehr kapitalintensiv, ne? Das ist klar. Dann kann ich auch mich beteiligen. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist eine Unternehmensbeteiligung. Und der dritte Fall ist eigentlich der, den ich schon beim ersten mit erwähnt habe, nämlich ich kaufe ein Auslandsunternehmen. Das ist eigentlich die Walmart-Strategie gewesen. Ne? Ich kaufe ein Auslandsunternehmen. Na, ich gründe eins, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, ich beteilige mich an einem Unternehmen, das schon da ist. Und der dritte Schritt, ich kaufe das ganze Unternehmen, baue deren Logo ab, baue mein Logo dran und dann bin ich da. Was sind die Motive? Warum tut man so etwas? Warum geht man also hier sehr direkt in den ausländischen Markt? Die Motive machen sich fest an vier Worten. Mir ist klar, dass diese Worte nicht unmittelbar die Worte sind, die man in einer Prüfung nennen würde. Trotzdem gehen wir mal so daran. Das erste Motiv ist absatzorientiert. Ja, das muss jetzt nicht Ihre Sprache werden. Sie würden das, ich übrigens auch nicht, ja. Wir würden das nicht so formulieren, wenn wir gefragt würden, aber trotzdem ist es ganz hilfreich, so zu machen. Absatzorientiert. Beschaffungsorientiert kostenorientiert und umweltorientiert kostenorientiert und umweltorientiert. Wie gesagt, das muss nicht unsere Sprache sein und das muss nicht die Art und Weise sein, wie wir die entsprechende Prüfungsfrage nach den Motiven für Direktinvestition beantworten. Gleichwohl sollte uns klar sein, dass es verschiedene Motive gibt. Was heißt absatzorientiert? Das heißt, ich bin unmittelbar vor Ort präsent. Und das ist in vielen Kulturkreisen immer noch ein Riesenvorteil. Ich bin vor Ort und sehe unmittelbar vor Ort, was los ist. Ich bin einfach auch räumlich näher am Kunden dran. Beschaffungsorientiert bedeutet, dass ich auch näher an den Rohstoffen dran bin, wenn ich vor Ort direkt investiere. Das heißt, der Zugang zu den Rohstoffen geht leichter, wenn ich vor Ort bin. Kostenorientiert. Nun, kostenorientiert, das könnte sein, dass die Arbeitskräfte dort im Ausland sehr viel günstiger zu haben sind. Ja, das Beispiel Nokia ist uns allen präsent. Ne? Wissen Sie noch? Nokia hat das Werk in Bochum zugemacht und ein Werk in Rumänien aufgemacht. Auf der ersten Seite der Frankfurter war damals ein Bild, wo dieses Werk war. Ja, ein Bild, wo dieses Werk in Rumänien war. Ich glaube, so sieht das Ende der Welt aus. Ja, ich glaube, das war es. Ja, so sieht das Ende der Welt aus. Dieses Werk, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, ist inzwischen wieder geschlossen. Haben Sie das mitbekommen? Das Werk ist wieder geschlossen. Das war ein Totalflop, diese ganze Aktion. Meine Vermutung, das kann sich nur ein Controller ausgedacht haben, diese ganze Aktion,
der rein nach Zahlen vorgegangen ist, ja, rein zahlenorientiert, ohne menschliche Faktoren zu bedenken, ohne PR-technische Faktoren zu bedenken. Das Ganze war ein PR-Desaster, ne? Sie haben das mitbekommen. Ja, das muss ein reiner Zahlenmensch gewesen sein. Das ist meine Vermutung. Bitte? Ob er da noch arbeitet oder ob die Leute, die das entschieden haben, dort noch arbeiten, entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Ich weiß nur, das Werk ist inzwischen wieder zu. Das habe ich der Fachpresse entnommen. Ja, also das Ganze war ein Flop. Warum sage ich das an dieser Stelle? Weil es eben nicht nur die Kosten sind. Ja, wir haben als kostenorientiert Beispiel für billigere Arbeitskräfte. Das war in dem Fall wahrscheinlich das schlagende Argument, weil das waren allenfalls mal 10% der Lohnkosten, wenn es denn hochkam. Ja, wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich vermute mal, der Prozentwert war unter 10%. Ja. Aber das ist eben nicht das Einzige. Und umweltorientiert bedeutet nun, es gibt gesetzliche Vorschriften. Und die sind in dem einen Land strenger und in dem anderen Land vielleicht weniger streng. Also wenn wir sagen umweltorientiert, dann hat das zu tun mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel Umweltauflagen. Und das kann ein Motiv sein für eine Direktinvestition im Ausland, dass die Genehmigungsverfahren und die Auflagen, also die Genehmigungsverfahren schneller funktionieren und die Auflagen geringer sind. Das können also Beispiele hier sein.